Moin zusammen und willkommen zurück zur Outward Definitive Edition. Wir sind vorige Folge in die Festung Vendavel eingedrungen. Aufgrund der Definitive Edition wusste ich nicht, was passiert, wenn man vorne Croc umholzt. Jetzt weiß ich es. Es gibt hier nicht einen freundlichen NPC. Ja, und so wie ich das sehe, sind jetzt auch tatsächlich die ganzen Arbeiter hier weg. Dann können wir ja mal anfangen, damit die Eisenadern abzubauen. Und dann uns ein bisschen weiter in der Festung umsehen, weil noch haben wir gar nicht alles hier gesehen. Es gibt noch ein paar Sachen. kleine Anmerkung. Ich habe ja immer eine ganze Menge Eisenschrott. Und habe nicht so wirklich eine Verwendung für gehabt. In meinen früheren Spielständen war ich natürlich in der Festung Vendavel auch ein paar Mal. Und eigentlich kann man hier Eisenschrott verkaufen, aber da ich hier mit niemandem reden kann, kann ich hier nicht Eisenschrott verkaufen. Von daher bleibt es dabei, dass wir uns einfach nur hier so ein bisschen umsehen. Das ist Flusswasser, das ist dreckig. Flusswasser ist nicht sauber. Unser Rucksack ist ein bisschen voll. Wenn wir ein bisschen, nein, ich will nicht. Ich will den Leichnam. Da müssen wir gleich ein bisschen aussortieren, was wir überhaupt brauchen und was nicht. Oh, liegt da eine Karte? Liegt da eine Karte? Ich meine, das ist jetzt viel Neues. Ne, einfach nur benutzen Bett. Warum liegt hier eine Karte drauf? Ach, das ist einfach nur ein Kompass, ne? What? Ah, guck mal. Nord, Süd, Ost und West. Und dann ist da vom Süden Richtung Osten, im Südosten der Ring. Den muss man benutzen. Jetzt wissen wir, welchen wir nehmen müssen. Da können wir doch einmal schnell nach oben. Ich springe gerade immer mit der falschen Taste, weil ich vorhin noch Skyrim gespielt habe. Und Skyrim ist Alt sprinten und Shift gehen. Und ich wollte jetzt gerade die ganze Zeit mit Alt sprinten. Oh, es ist so warm, ne? Es ist so unnormal warm. Wie warm ist es? Ja. Da lang. Ist hier links, rechts noch was? Nein. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal wegen den Ring. Süd. Ost. Südost. Ja, toll. Ich kann ja, glaube ich, gar keinen Ring mehr benutzen. Osten, Süden. So, hier ist Süden. Da ist Osten. Also der Ring wird sein. Den habe ich doch benutzt, oder nicht? Wie kann man die Falle denn wieder hochfahren? Ich hoffe, man kann die irgendwie wieder hochfahren. Die arme Truhe da hinten, die will doch gelootet werden. So, gehen wir im Keller weiter? Ne, wir gehen hier oben. Ne, wir gehen im Keller. Wir gehen erstmal im Keller weiter. Also, was ist mit den ganzen... Oh, die sind alle weg. Krass. Alle abgehauen. Ganze Festung leer. Niemand zu Hause. Können wir was kochen? Hm. Nee. Höre ich richtig, dass sich hier irgendwo was bewegt? Oh. Oh. Jetzt ist die Tasche voll. Und was werden wir machen? Wir öffnen diese leere Truhe. Kann man nichts reinpacken in die Truhe? Wie dumm ist das denn? Okay, gucken wir mal kurz. Haben wir irgendwelche Sachen, die... Ui. Okay, den Dolch können wir schon mal... Ah ja, das geht ja so. Den können wir schon mal machen. Die ganzen Pfeile können weg. Die braucht keiner. Hm. Ich werde zweimal laufen müssen. So. Aber. Eine Idee. Welche von hier ist sehr schwer? Das ist sehr schwer. Und das ist sehr schwer. So, dann haben wir noch Platz in der Tasche. Das können wir trinken.
Den auch. Und wir können auch was essen. Und zwar Meeresfrikassee. Ach, meiner ist ja sogar schon voll. Jetzt bringen wir die ganzen Sachen oben zum Eingang. Also die ganzen billigen Sachen. Streitkolben, Eisenschwerter, Eisenclaymore und so ein Kram. Und gucken uns erstmal nach dem guten Zeug um. Vielleicht gibt es hier richtig gutes Zeug. Nein, ich weiß, das ist hier gutes Zeug. Hier gibt es gutes Zeug. So, das bringen wir hier in den Raum. Genau. Ablegen. Ach, anlegen. Upsala. Das weg, das weg. Und weiter geht's. Ganz viel weg hier. Die ganzen Eisenwaffen. Die sind unnormal wenig wert. Wunderbar. Warte mal, der Pilzschild. Der wiegt nicht so viel, den behalten wir mal. Trockblütenwaffen. Aasfresserkrams. Der hier, das, das und das. So. Jetzt habe ich eine Menge Platz wieder in der Tasche. Und hier liegt 80 Kilo. Aber ich weiß ja, wie es zurückgeholt werden kann. Wenn wir hier fertig sind, gibt es hier vielleicht keinen Hebel, keinen Schalter, gar nichts. Mann. Ich kann nur vermuten, dass man halt nur eine Chance hat und ich halt Mist gebaut habe. Oh Mann, ey, wie viel Mist baue ich hier denn? Licht ist auch da. Jetzt brauchen wir nur noch den physischen Verteidigungsbuffs. Und weiter geht's. Ich habe mir mittlerweile über 1, 2, 3, 4 etc. gemerkt, wo welche Sache ist. Und hier oben müssten, glaube ich, Gegner sein. Ja, da ist ein Dicker. Hehe. So nicht. Hihi, komm her, komm. Du Topkopf. Wie? Rosper, der Eroberer. Hat mit dem Erobern nicht so gut geklappt. Was mit deinem Schwert? Kann ich das nicht nehmen? Die Kampfmusik ist immer noch an. Da vorne! Warum steht denn der und lässt sich einfach abschießen? Naja. Jetzt sind wir auf jeden Fall fertig hier. Können hier uns die Kisten angucken. Fertig im Sinne von, wir haben hier jetzt keine Kampfmusik mehr, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Hier gibt es noch mehr. Was haben wir hier? Noch ein Eisenschwert. Hier wird nichts liegen gelassen, was Geld wert ist. Was ist denn hier? Nichts? Okay. Dann schauen wir nochmal eben nach vorne. Und Schundhaufen. Leichte rote Kleidung und Feuerfirnis. Feuerfirnis schon gelernt? Nein. Schön. Neues Rezept gefunden. Gut, dann sind wir jetzt im Keller fertig. Und können oben den Gang links nehmen. Rechts. Rechts. Ist ja rechts, ne? Warte mal. Eben ein bisschen sauberes Wasser mitnehmen. Ist ein bisschen schade, dass ich so vermurkst habe hier. Die Festung. Ich werde dann mich auf jeden Fall jetzt einfach immer auf NPCs einlassen. Denn es scheinen doch mehr Konsequenzen zu sein, wenn ich irgendwas mache, als so wie es vorher gewohnt war. Viele Bücher. Man kann aber leider keins lesen. In Skyrim gibt es ja auch viele Bücher. Und die kann man sogar alle lesen. Also da vorne steht. Ich habe nicht genug Mana.
100 pro greifen die mich an. Verlierer. Du gehörst nicht zu meinen Kriegern. Du bist aus Sierso. Sag, was hast du zu sagen, bevor ich dich zu den anderen sperre? Ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Wovon redest du da? Dann bist du ein Eindringling. Waren ins Gefängnis mit ihm. Nicht heute! Knalls! What? Au! What? Oh, zum Glück. Sie ist in die Falle gelaufen. Es hat vorhin funktioniert. Oben. Oben? Unten. Beim Eroberer, dass er, wo er die Treppe hochgegangen ist, schon die Falle ausgelöst hat. Deswegen habe ich hier diesen kleinen LOS-Trick, sage ich es einfach mal, für Balira auch benutzt. Denn die hat mir... Ui! Oh. Ablenkzeit. Vor allem die Schadensboni. Not bad. Machen wir den hier. Geht schneller. Aber da war auch noch Schwert der alten Legion, oder was war das? Da, Gladius der alten Legion. 1-2er Haste. Junge! Damit kannst du auch ordentlich im Nahkampf kämpfen. Yo, damit bist du schnell. So, was ist das? Schild der alten Legion? Eigentümer ovaler Schild der Krieger der einer uralten... Moment. Eigentümlicher ovaler Schild der Krieger einer uralten Legion. Führt bei Schildangriff Bluten... Fügt bei Schildangriff Bluten zu. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Und das ist der des Magiers. Den Gladius brauchen wir gar nicht anlegen. Aber den können wir anlegen. Mal kurz schauen. Wiegt der mehr? Nein, der wiegt weniger als ein Eisenschwert. Die Robe hier ist auch echt gut. Die kann mit in die Tasche. Ja, not bad. Jetzt gucken wir mal kurz den Vergleich. Widerstand, Kälte und Wärme sind 10. Hier nur 6. Okay, können wir hier nicht draußen anziehen. Aber ist nicht so schlimm. Gehen wir erstmal runter. Wobei, nee, brauche ich noch nicht. Ich kann jetzt allererst... Der Schild wiegt 7. Die Keule wiegt 7. Und dann aber noch ein bisschen Platz unten Sachen mitzunehmen. Perfekt. Mein Gart hat sich gerade hier vorhin hingelegt. Es ist so warm, ne? Die haben Tiere, die sind wahrscheinlich am Sterben. So. Aber die hecheln noch nicht. Das ist nämlich ein, das habe ich in Afrika ganz viel gesehen, wo ich da mal war. Die Löwen machen das. Die hecheln immer. Denn, na, das Beil nehmen wir noch. Wenn denen zu warm ist, dann geben die Wärme über das Hecheln an die Luft ab. Hat uns zumindest so unser Guide erklärt. Okay. So passt das. Da können wir ja jetzt zurück nach Sierso. Gibt's noch... Warte. Wir müssen noch mal kurz rein. Mir ist nämlich gerade eine klasse Idee fürs Thumbnail eingefallen. Und zwar, Sekunde, nochmal rein da. Ich meine, den Titel habt ihr ja dann schon gelesen, und zwar voll bepackt mit Loot. Denn wir haben hier diesen Haufen von Loot. Ui, jetzt zappelt noch. Diesen Haufen von Loot. Mal schauen, so. Einstellung. Perfekt. Nee. Kann man die Sicht nicht... Nochmal aufblinken. Na, jetzt. Perfekt. Sehr schön. Das ist ja auch, ich meine, ich muss ja jetzt so oder so, in Skyrim hätte ich ja letzte Folge beispielsweise laden können, wo ich gemerkt habe, ey, ich kann hier mit keinem sprechen, okay, ich lasse mich doch einbuchten. In Outward geht das nicht. Da müssen wir damit leben.
dass wir jetzt dort mit niemandem sprechen können. So, man könnte jetzt hier am Fluss entlang, am Meer entlang und noch ein wenig sich umschauen, aber wir wollen zurück nach Hause. Ach ja, hier liegen ja auch noch ganz viele Banditen. Aber die haben doch noch Müll. Es gibt aber noch ein Eisenvorkommen, meine ich, das ich auf dem Hinweg hier zur Festung nicht mitgenommen habe. Das ist ein bisschen abseits vom Weg. Ich rutsche gerade schon wieder meinen Stuhl runter. Die Angewohnheit hatte ich schon immer. Ich habe schon immer halb eigentlich auf dem Stuhl nur gesessen, so. Dass ich so... Den Shrimp nennt man es, glaube ich. War ich immer den Shrimp. Aber ist nicht gut für deinen Rücken. Ich weiß. Aber ist gemütlich. So, Ausdauer-Bonus ist noch mit drin. Das heißt, ich werde jetzt gleich einen Schluck aus der Wasserpulle nehmen. Dann können wir richtig, richtig lange sprinten. Sekunde. Hier einen Schluck. Den hier noch nehmen. Dann haben wir mehr Ausdauer. Und hier haben wir das Wasser, das können wir leeren. Wunderbar. Jetzt geht's hier richtig zur Sache. Lauf! Lauf, 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 lauf! Ich würde gerne mal ein dädrisches Pferd hier beschwören können. Das wäre nice. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Ja. Was steht in Sierzo noch auf der Agenda? In Sierzo, auf den Halbinseln noch auf der Agenda. Wir haben jetzt die Festung Vendabel gecleared. Achso, damit macht man es weg. Wir haben. Ich mach das mal in grün. Das haben wir fertig. Hier war die Tronklütenhöhle, die haben wir fertig. Diese uralte Ruine haben wir fertig. Den Klüngel der Winde haben wir fertig. Hier hinten war noch so ein kleines Gebäude, das haben wir fertig. Den Geisterpass haben wir fertig. Den hier haben wir fertig, den Wachturm. Das haben wir fertig. Hier sind drei Wege gewesen. Das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Hier irgendwo am Strand war eine Höhle. Und was jetzt noch offen ist, ist dieses eine hier. Ich mach mal das Gelbe weg und mach's mal rot. So, dann gab es hier noch die eine kleine Höhle und ich würde jetzt einfach mal sagen, das war's. Oh, Wand. Dann ist die Halbinsel vollständig erkundet bald. Ich weiß nicht, wie viele Karten es gibt. Im Berg haben wir auf jeden Fall gegen dieses riesige fette Viech, ich konnte den Namen leider nicht lesen, was es für eins ist, haben wir absolut keine Schnitte gehabt. Das liegt jetzt auch schon wieder ein paar Folgen zurück. Achso, nur Holz. Und hier? Kann man hier was machen? Das hat es schon immer rot geleuchtet? Nein. Wir müssen noch herausfinden, wie man die benutzt. So, haben wir hier neue... Hier ist ja ein Vogelnest hinter. Sind hier neue Eier drin? Ja, wunderbar. Drei ganze frische Vögeleier. Kannst ein Omelett machen. Oder Rührei. Wobei ich ein Omelett besser finde. Mit Bacon. Und Pilzen. Mist, ich habe den Sprung nicht gemacht. Ha, nein, nein. Los. Ja, man muss hier leider immer an einer Stelle so einen kleinen Sprung machen. Sonst kommt man nicht über die Kante. Der Weg über die Berge spart halt echt eine Menge Zeit, weil man dann querfeldein kann. Vielleicht haben die Händler in Sierzo ja jetzt, ich meine, es sind ja durch das Schließen und Neuöffnen des Spiels sind ja ein paar Sachen neu. Was ist das denn? Ach, eine Leiche von der Hyäne. Aber wo ist der Fettfahn? Ich sehe hier gerade so schlecht. Weiß, dass hier ein Fettfahn ist. Da ist er! Vielleicht haben wir ja durch das Spiel Neustart, wollte ich gerade sagen. Dadurch, dass ja jetzt in die ganzen Sklaven nach dem Neustarten vom Spiel, also in der letzten Folge waren ja noch die ganzen Sklaven da in der Festung. Und als wir dann wieder gestartet haben, waren sie alle weg. Vielleicht haben wir ja Glück und es gibt jetzt eine Freischaltung in Sierzo, wo dann ein ganz besonderer neuer Loot freigestellt wird, dass man auch mal bessere Sachen kaufen kann. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, denn man kann hier irgendwo tief runterfallen. Ich habe mir schon den Knöchel verstauchen sehen. Man sieht so schlecht bei Nacht.
Meine Herren. Gut, ich denke, wir schaffen auch nur noch den Weg zurück nach Sierzo und das Angucken der Händlersachen. Denn ich hatte ja vorige Folge, die liegt jetzt schon ein paar Tage zurück. Mittwoch war es, glaube ich. Oder war Freitag auch eine? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ja, es hat halt nicht so eine hohe Priorität wie Skyrim beim Aufnehmen. Ich meine, es war Mittwoch. Hat ja gesagt, ich werde die Outward-Folgen einfach ein bisschen verkürzen. Dann habe ich eine höhere Chance, eine bessere Chance, da auch immer zeitig alles passend aufzunehmen. Und schon sind wir da. Trautisheim. Glück. Allein hätte ich jetzt gesagt, aber das stimmt ja gar nicht. So. Brauchst du etwas? Seid gerügt, Kergo. Wie geht es dir? Burak. Mein Dank. Meine Leute berichten, dass es in Vendavel deutlich ruhiger geworden ist. Ich mag gar nicht daran denken, was das Ganze hätte wie das Ganze hätte ausgehen können. Im Namen von ganz Sierzo danke ich dir. Das hier ist für dich. Hier, ich glaube, ich kann dir den Schlüssel zu Sierzo anvertrauen. Damit lässt sich alles in der Stadt öffnen. Auch die Schatzkammer im Rathaus der Kammerlady. Alles öffnen? Alles? Ich meine, die Schatzkammer ist interessant, aber es gibt hier auch noch so ein... Moment. Okay, man kann hier nicht rein. Oh, ich hätte gehofft, vielleicht kann man die Zimmer aufschließen. Mist. So ein Pech aber auch. Ach, Amulit. Kann ich mit ihr? Komm nur rein, das Übliche. Ich hätte gerne ein Zimmer, lass uns reden. Sag's nicht weiter. Ohne Isan, Uliel und Risa wird es hier viel zu ruhig werden. Sie alle hatten dich gebeten, sie zu begleiten, oder? Vielleicht solltest du ihr Angebot annehmen. Was hast du zu verlieren? Ich komme nicht dorthin. Nein, das brauchen wir nicht. Das haben wir alles schon mal gefragt. Okay, bevor ich jetzt zur Schatzkammer gehe, gehe ich einmal hier zu dem Händler und schau mal. Was kann ich für dich tun? Moment. So. Und schau mal. Hat er was Besonderes? Er hat ein Ametrin, Schuppenhautleder, Schuppenleder, Mantisgranit. Das bräuchte ich, glaube ich, nicht. Und den Abenteurerhelm. Ja, nee. Vielleicht mal, wenn ich einen Kämpfer spiele. So. Das wird auf keinen Fall verkauft, den Gladius. Die beiden Schilder auch nicht. Pilzschildbody auch mal. Eisengroßaxt, das da. Ach, guck mal, die ist fast kaputt. Dann kann die weg. Machen wir auch mal weg. Rune reicht noch. Stabilitätstrank habe ich noch nie benutzt. Fluchreiniger, den kann man doch gebrauchen. Zorntrank. Wucht, nein, danke. Die ganzen Bücher hier, die Lappen, benutze ich auch eigentlich nie. Den habe ich schon. Das kann ich nicht benutzen. Dann kann ich mir noch hier so einen Goldbarren von dir nehmen. So, dann gucken wir mal eben. Warum ist das jetzt so schwer geworden? Wegen den Tränken, hm? Ja. Haben wir mal die kleinen Tränke in den normalen Beutel. So, wo ist mein Büchlein? Da. Dann machen wir mal Licht. Oh, falsch. Licht geht hier mit 3-1. Warum machen wir Licht? Das hier ist ja unsere Meisterhändlerrobe. Und das hier ist die Arkane-Robe mit dem Helm. Ich glaube, man kann in der Kammerlady-Hütte noch ein bisschen besser was sehen. Gehen wir da mal eben hin. Oh, ich bin müde. Schauen wir aber mal, was es in der Schatzkammer von Sierzo so zu holen gibt. Meine Nase juckt immer. Heute. Es sind keine Haare hier an dem Mikrofon, also daran kann es nicht liegen. Manchmal schmiert mein Kater mir das Mikrofon ganz liebevoll mit vielen Haaren voll. Und wenn ich es nicht bemerke, kitzeln die mir immer im Gesicht.
Ach ja, ich wollte ja mir die Dingens angucken. Die Robe. Ja. Nicht schlecht. Da kommen mir. Ja, ich muss an Raben denken, wegen den ganzen fiederigen Schultern und so, ne? Och nein. Jetzt habe ich einen Feuerstein gewastet. So was Dummes. Reich verzierte Truhe. Obsidianstreitkolben, Meuchelelixier, großen Smog. Den Obsidianstreitkolben konnte ich noch nicht. Also. Ist okay. Ja, dann gehen wir noch zu den anderen Händlern und schauen mal, was die so haben, ne? Bevor es dann... Wir sortieren uns so manche auch immer offscreen, ne? Ich werde dann auch offscreen nochmal schnell zu Vendavel rüberrennen und die ganzen Sachen einsammeln. Das jetzt nochmal in eine Folge reinzupacken, wäre ziemlich langweilig. Hallöchen. So. Ach ja, jetzt kann ich ja vergleichen. Die hat einen Schadensbonus, ganz viele Widerstände. Schlagfestigkeit 4. Genauso. Widerstand Wärme Kälte ist aber bei der Gelehrtenrobe besser. Weil die hat nur Widerstand Kälte 6. Dafür hat die 15 Mana-Kosten und 5 Ablenkzeit. Die nicht. Stiefel bräuchte ich noch bessere als die hier. Dann könnte ich mir bald eine Kampfrobe anziehen, ne? Zack, zack. Und dann noch Stiefel dazu. Das wäre doch mal was. Oh, hier ein Verderbnistrank. Oh. Perfekt. So. Ich glaube nicht, dass ich diese Sachen hier noch lernen muss, kaufen muss. Stechblatt. Herstellung von Wachsamkeitstränken. Verwendet. Okay. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts Dolles. Nö. Ach ja, ich könnte noch hier den Rico-W-Bogen verkaufen. Leichte rote Kleidung, das Beil. Und das... Ach ja, das Alpha-Sandwich esse ich nicht. Weil es gibt halt nur Nahkampf-Boost und ich gehe sehr selten in den Nahkampf. Gucken wir mal beim Schmied vorbei. Lauthammer. Was kann ich für dich tun? Umsehen. In Ordnung. Riesiger Eisenschlüssel. Okay. Hat der eine... Keine Erklärung. Schade. Dolch, der Bluten auslöst. Einer fiesen Schneide. Werkzeug für Bergbau. Dann gibt es hier noch die ganzen Fangen. Großaxt, Dreieck und so ein Kram. Der hat nichts. Nee. Wie schaut's hier aus bei dem Ladenbesitzer? Suchst Doran? Was Bestimmten? Doran, hast du was Tolles? Provisorischer Lederhut, Schreckensaxt. Nee, da auch nichts. Nichts, was ich brauche. Gut, gucken wir noch beim Koch vom... Oh, es wird schon wieder morgen. Bin ich so lange unterwegs? Gucken wir noch schnell beim Koch vorbei und wenn da nichts ist... Oh, oh. Geld liegt hier einfach rum. Kann ich dir helfen? Kaufen. Brot. Brot kann man immer gebrauchen. Und ansonsten... Nö, ansonsten eigentlich nichts. So, dann kannst du jetzt diese drei Rezepte haben und dann war das Brot umsonst. Sehr schön. Was kann ich, frage mich, was kann ich bei dir was lernen? Gegner mit einer Einhandaxt verlangsamt und ja komm, machen wir einfach mal. Ganz einfach, jeder versucht seinen leicht zu verletzenden Kopf zu schützen. Nutze dies zu deinem Vorteil und ziele tief. Du wärst überrascht, wie weh eine böse Wunde am Knöchel tun kann. Ja. So, lernen. Hier habe ich schon alles. Ich könnte höchstens noch Gesundheit und Ausdauer erhöhen. Dann hätte ich die Zauberklingen erwacht und könnte halt hier noch was lernen, ne? Will ich aber nicht. Was hat der? Kannst du mir beibringen, wie man kämpft?
Wie kämpfe ich eigentlich? Am besten Angriff von Gegnern verhindern? Wie soll ich mich schützen? Wie kann ich ungesehen herumschleichen? Grundsätzlich erregst du im Dunkeln weniger Aufmerksamkeit. Lösche also deine Laterne oder Fackel und geh in die Hocke. Halte dich aus dem Sichtfeld des Gegners fern und schleiche dich entweder an ihm vorbei oder nähere dich vorsichtig, um ihn anzugreifen. Okay. Sag mal, ist der Winter vorbei? Ich sehe gar keinen Schnee mehr. Der Winter ist vorbei. Ui. Das ist angenehm. Das ist mehr als angenehm. Gut. Also ich könnte jetzt noch theoretisch mit aufnehmen, wie ich die ganzen Sachen verkoche und so weiter und so fort. Gehört mit zum Spiel? Ja. Mache ich bevorzugt offscreen. Hier in Outward. Weil es fühlt sich, so dumm es klingt, echt immer sehr nach Arbeit an. Gut, ich schmeiße hier alles in eine Kiste, was ich noch über habe. Guck mal, hier ist noch Kupfer. Guck mal, Kupfer, Silber. Wir haben 2336 Silber jetzt. Weil das sind ja 10. Und dann natürlich noch eine Menge Edelsteine. In Theorie haben wir noch mehr. Ist schon ganz gut, oder? Ist doch ganz okay. Damit kann man bestimmt nochmal so einen großen Skillbaum durchskillen. Einen guten. Für Magier. Alles klar. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.